Also, was auffällt die ganze Zeit ist, dass wir uns tierisch in die Köpfe kriegen, weil jeder möchte seine Meinung durchsetzen, jeder möchte sein Ding rüberbringen und wir haben über unglaublich viele Sachen gesprochen, wo auf einmal Leute eigentlich, ich höre, die sind sich eigentlich einig, ja, und trotzdem gehen sie aufeinander los und das ist das Normalste der Welt. So. Womit hat das was zu tun? Wertekonflikte, damit meine ich jetzt nicht die Grundwerte der Partei oder sowas. Das sehe ich ganz kritisch, was wir jetzt eben gerade gemacht haben, weil wir können uns nicht anheischig machen, die 10 Gebote der Piraten aufzustellen. Das geht nicht. Ja. Das kann Religion machen, wir können das nicht machen und deswegen ist es wichtig, dass wir das in Bewegung halten, dass wir sozusagen uns auf den Prozess committen, mit unseren Werten ständig darüber zu arbeiten, darüber nachzudenken und sie wahrzunehmen. Es gibt aber Werte, mit denen wir sowieso schon unterwegs sind. Und das, was ich euch jetzt vorstelle, geht tatsächlich darum, um das Verständnis für anders Fühlende. Da geht es jetzt eben nicht um die Kognition oder um die Inhalte oder um die wissenschaftliche Herleitung, wo man sich, wenn man sich mit Erkenntnistheorie beschäftigt, merkt, dass das echt vermintes Gelände ist, was wir da gerade hier betreten haben. Ja. Damit muss man sich professionell beschäftigen, bevor man sich da einwagt tatsächlich. Ja. Das ist, da haben andere schon weit vorausgedacht. Aber dieses anders Fühlende, wie zum Beispiel jemand sagt, wir brauchen klare Strukturen. Dauert. Wir brauchen bessere Strukturen, damit wir nach draußen besser rüberkommen. Ja, sagt der eine. Du willst hier jetzt irgendwelche Machthierarchiestrukturen einführen, da bin ich basisdemokratisch dagegen. Der meint ja nicht wirklich, dass wir schlechter nach draußen rüberkommen wollen. Sondern er folgt einem Gefühl, und zwar einem ganz tiefen Gefühl, er möchte nicht, dass wir sozusagen diese Kontrolle, die ausgeübt wird, von den Systemen gegen die Piraten anstehen, dass wir selber solche Kontrollsysteme bei uns einbauen. Und in der Tat, das ist eine Sache, die wird forever ein brennendes Thema sein, weil es immer, so wie du gesagt hast, auf die Wahrnehmung drauf ankommt. Ja? Was kannst du eigentlich wirklich wahrnehmen? Welche Vorbildung hast du dazu und so weiter und so fort. Ja? Das, was ich euch vorstelle, da geht es darum, was motiviert Leute und Werte motivieren Leute. Was ist überhaupt Wert? Da hat kein Schwein drüber gesprochen. Was soll denn das sein, ein Wert? Kann mir das mal jemand definieren? Ich versuch's mal. Ja? Das ist eine bestimmte Weltanschauung und daraus abgeleitete Verhalten in bestimmten Fällen. Im Gegensatz zu einer Aktivität vor allem. Also an dem Beispiel im 7 Denken ist für mich eigentlich eine Aktivität. Okay. Ist aber kein Wert. Ich stimme dem sozusagen gefühlt zu. Wenn man jetzt aber wirklich semantisch, also auf der Bedeutungsebene der Sprache, das wirklich analysiert, was du gerade gesagt hast, dann ist man mit dem Wort Weltanschauung konfrontiert. Ja, viel Spaß dabei. Ja? Eine Weltanschauung ist ein so hoch aggregierter Begriff, wo so viel davor schon da sein muss, damit man überhaupt sagen kann, was ist denn das überhaupt? Angefangen von der Biologie, was wir sehen, was wir wahrnehmen, nicht wahrnehmen, wozu wir erzogen sind und so weiter und so fort. Das Weltanschauung, das ist das typische Ding in der Politik. Ja, es werden Begriffe verwendet, die hoch aggregiert sind. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, offene Weltanschauung, Pluralität, Multiperspektivität. Das sind alles Begriffe, da fühlt jeder was dabei. Gleich, fühlt jeder was dabei. Jeder hat sofort das, was man eine semantische Reaktion nennt. Die semantische Reaktion ist die Reaktion, die du erhältst, wenn du eine Wahrnehmung hast, du kriegst ein Gefühl dazu, was du da wahrgenommen hast. In Bezug auf Sprache. Und deswegen stellen sich irgendwelche Leute, die mit Freiheit gar nichts zu tun haben, hin und sagen, wichtig ist, dass wir in Freiheit und Wohlstand Arbeitsplätze für alle Bürger schaffen. Was hat er gesagt? Gar nichts. Doch. Ja. Er soll arbeiten. Ja. Ja, aber das ist doch jetzt deine Interpretation. Das ist, verstehst du? Alle diese Begriffe sind so hoch aggregiert und wir sind alle so geprägt über, ja, ich bin seit 51 Jahren auf diesem Planeten. Ja? Und alles, was ich erfahren habe, alles, was du erfahren hast, bist noch ein bisschen länger da vielleicht als ich und andere sind viel kürzer da und so weiter, das prägt die semantische Reaktion. Und deswegen möchte ich einen Wert mal auf was ganz Einfaches runterbrechen. Ein Wert ist etwas, wovon wir wollen, dass mehr davon da ist. Und zwar, ob das aus der Weltanschauung kommt, aus der Wissenschaft, aus der Logik, aus der Erfahrung, aus der Berechnung, whatever. Es kann nur einen Wert geben, wenn dahinter ein Manko steht. Von irgendwas ist zu wenig da, also ist es mir wert, was dafür zu tun, dass mehr davon da ist. Und welche Ideologie, Gedanken, sonst was dahinter steht, ist egal. Also das ist, ja, beschreibe ich. Allerdings wäre dann zum Beispiel Geld auch ein Wert. Also, ja, also ich würde jetzt Wert sehen, also wenn ich jetzt meine Definition, das sind diejenigen Dinge, die mich als Individuum am ehesten definieren, bestimmen.
das, woraus ich alle meine Handlungen oder anderes ableiten kann, wo ich nicht weiter zurück kann, wo ich nicht sagen kann, das kommt wieder deswegen, weil, sondern das ist etwas, was, wovon ich überzeugt bin, wo es sich nicht wieder von irgendwas anderem ändert. Davon, wovon du mehr haben möchtest. Und zwar deswegen, weil es vorher einen Mangel darin gab. Ich sehe es ein bisschen anders, und zwar persönliche Wichtigkeit. Wobei, der Punkt ist nämlich auch der, die ist im dem Moment, wo du irgendwas hast, ist es dir nicht bewusst, dass du es hast. Und erst wenn du es verlierst, weißt du, was es wert war. Du willst es wieder haben. Also es ist ein Mango da und du willst mehr davon haben. Genau, aber im Prinzip ist es eine persönliche Wichtigkeit. So ist es. Und zwar jeder hat persönliche Werte. Das ist aber gleichzeitig so, Homo sapiens sind doch sehr ähnlich. Zwei Arme, zwei Beine, zwei Augen, zwei Ohren. Der graue Masse zwischen unserem Gehirn, ja, das hat in unseren Ohren hat eine bestimmte Struktur. Und es ist nicht so, dass Subjektivität beliebig ist. Ja? Das ist subjektiv für dich so. Ja, Moment mal. Wie kommst du da drauf? Und es gibt eine Untersuchung, das war jetzt erstmal so das Vorgeplänkel dazu. Was ist ein Wert? Um das mal ganz runterzubrechen, ist etwas, wovon wir wollen, dass mehr da ist. Gerechtigkeit ist ein Wert. Liebe ist ein Wert. Ja, das sind Werte. Und es gibt eine Untersuchung von McLeod und Atkinson, Harvard, so aus den 70er. Das finde ich ein hammergeiles, sehr einfaches und deswegen grob simplifizierendes Modell, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Es sind nur Modelle, über die wir reden an der Stelle. Und dieses Modell würde ich gerne als Standardmodell, einfach, dass wir Bescheid wissen. Das hilft enorm. Ich stelle das jetzt kurz vor und dann gehen wir wieder in die Diskussion rein. Ist das okay für euch? Also, McLaren, Atkinson und Harvard haben 4.500 Leute gefragt, wofür bewegst du dich? Und das Erste, was sie gefunden haben, warum sich Menschen bewegen, ist, sie wollen Macht und Kontrolle über ihre Umwelt haben. Sie wollen steuern, was in ihrem Umfeld passiert. Sie wollen selber bestimmen, was sie essen. Das ist eine Form von Kontrolle. Sie wollen selber bestimmen, sie wollen selber denken, sie wollen selber wissen, wo sie hingehen dürfen und so weiter und so fort. Also ein Wert, den wir alle für alle teilen, der in Deutschland, das Wort Macht hat so eine leicht anrüchige, so ein Feeling. Warum? Da komme ich noch exakt drauf zu sprechen, woher das kommt. Weil eine usurpierende Macht in unserem Land vor vielen Jahrzehnten eine Scheiße hingelegt hat, wie sie übrigens ganz viele andere Länder auf der ganzen Welt und über die gesamte Menschheitsgeschichte passiert ist, usurpierende Macht. Wo es nicht darum ging, das Gute für das System zu erreichen, sondern irgendwelche andere Motivationen noch dahinter standen. An sich ist die Möglichkeit, Dinge zu kontrollieren, wer ist Mitglied, wer ist nicht Mitglied, Nazi rausschmeißt oder was du gesagt hast, du musst bestimmte Dinge kontrollieren. Wir haben das Thema gehabt mit den Foren, mit Trollen und so weiter und so fort, dass wir eine sanfte Kontrolle einbauen, dass einer mal auf die Bank kommt oder sowas für, was ich, zwei Tage in so einem Forum, dann darf er wieder, vielleicht merkt er ja, warum er da auf die Bank gekommen ist, das haben wir hier besprochen. Das heißt, auch wir wollen Kontrolle ausüben, wir müssen Führung und Kontrolle ausüben, sonst funktioniert das nicht. Weil nämlich, wir sind auf dem Affenfelsen. Ja, das darf man nicht vergessen. Das, was uns steuert, ist unser Stammhirn. Etwas, was groß ist, ist wichtig und gefährlich. Etwas, was klein ist, ist unwichtig und ungefährlich. Etwas, was mir irgendwie bedroht, will ich was gegen machen, das ist der Affenfelsen. Wir haben darüber, wie du hast gesagt, den Stand ist nur ein Werkzeug. Ich stimme dem so aus vollem Herzen zu. Weil wir fühlen, auf dem Affenfelsen. Wer ist top, wer ist down, wer setzt sich durch, welche Meinung setzt sich durch? Leute, wir machen Politik. Politik ist der Kampf der Meinung. Also wenn das nicht der ganz große Affenfelsen ist, dann weiß ich nicht. Und es ist nicht schlimm, weil wir da alle sind. Aber wir sollten wissen, wo wir sind. Und wie wir damit umgehen. Damit wir nicht die dummen Affen sind. Also es macht eine Sache, wenn du jemand motivieren willst, etwas zu tun, erzählen, dass er mehr Kontrolle über sein Leben bekommt. Das wird ihn sehr interessieren. Wenn er einen Kontrollverlust erlebt, ich werde jetzt krank, ich habe kein Geld mehr, ich kann mein Leben nicht mehr kontrollieren, wird ihm das sehr, sehr schlecht dabei gehen. Das gilt natürlich jetzt, wenn ich es mal auf die Wirtschaft anwende, wenn du zum Top-Manager sagst, wissen Sie eigentlich, was hinter Ihren Rücken vorgeht? Ja, dann stellen sich die Nackenhaare, weil das ist Kontrollverlust pur. Und ich bin in diesen Kreisen unterwegs, die haben die Hälfte ihrer Zeit damit, die Kontrolle zu halten, ihre Position zu bauen. Und so wird es in der Politik nicht viel anders, wenn man so am Rand. Ja, das ist die Hälfte. Vermintes Gelände. Ja, so. Das ist der eine Wert, den sie gefunden haben, that makes people tick. Da bewegen die sich da auch. Den zweiten großen Wert, den sie gefunden haben, ist Leistung. Leute, die gerne Dinge gut machen, effizient machen, elegant machen, schick machen, ästhetisch cool, ja, die es einfach gerne gut hinkriegen.
die da drauf stehen, für die das Ding ganz wichtig ist. Und für die Leute ist wichtig, dass ihnen jemand sagt, hey, das ist echt super cool, was ihr da gemacht habt. Geil, kann ich das auch haben? Was wir nicht mögen, ist eine Ignoranz. Du kommst mit irgendeinem super Konzept um die Ecke, dir ist heute so ein bisschen so gegangen. Ne? Du hast ein ganz wichtiges Ding und auf einmal die Gruppe fängt an. Ja, so. Und jetzt wird auf einmal, fühlt sich das an wie meine Leistung, all den Spirit und all mein Power und mein Denken, was ich da reingetan habe, das wird hier gar nicht richtig gewürdigt, die zerreißen wir das. Das passiert uns in der Politik ständig. Da müssen wir lernen, hier zu gehen. Und es sind ein Haufen leistungsorientierte Leute hier und machtorientierte Leute. Und da muss man mit umgehen lernen. Das ist einfach so. Wenn man das weiß, sagt man, okay, das passiert jetzt gerade, alles klar, das bedeutet überhaupt nicht, dass meine Leistung nichts wert ist. Ja, Bewusstsein ist der Schlüssel. Wenn du mit diesen Leuten sozusagen in einen Konflikt kommst, mit dem Machtorientierten, mit dem Macht, der primäre Wert ist, der hauptsächlich Macht ausüben will, der wird immer mit dir kämpfen und er muss gewinnen. Weil verlieren in seiner Welt wird nicht vorkommen, ist ein Klingon. Der versteht, was ich meine. Bei Leistungsorientierten wirst du trotzig. Ja. Wenn mein Chef das so nicht akzeptiert, das Konzept, obwohl ich weiß, dass es das Richtige ist, dann kann er mich mal. Ja? Dann vertraue ich es halt jemand anderem. Vielleicht kriegt ja jemand anders, der versteht, wie gut ich bin. Das ist Anerkennung. Und die dritte große Gruppe, oder der dritte große Wert, den wir gefunden haben, weil wir alle haben alle diese Werte, ist Beziehung. Beziehungen sind uns super wichtig. Wir wollen gut miteinander umgehen, es ist wichtig, dass es uns allen gut geht. Und damit es uns allen gut geht und damit Beziehung möglich ist, müssen wir dazugehören. Und diese Zugehörigkeit ist gleichzeitig. Fragst laut. Habt ihr die Datei schon hochgestellt? Nie. Ja. Okay. Die habe ich heute Morgen um 7 beschrieben, als ich aufgewacht bin, vor lauter Schreck, weil mir was Neues eingefallen ist. Das seht ihr gleich. Also, natürlich wollen wir gute Beziehungen haben. So, jetzt kommt, sagen wir mal, in der Wirtschaft. Da hast du jemanden, der ist extrem machtorientiert und das ist dem egal. Dann macht man, steht ja durch, die schmeißt da raus, die sind mir scheißegal und so weiter. Ja, das können wir nicht machen. Wir sind plural, und zwar wir sind werteplural. Jeder hat einen ganz anderen Ansatz. Und aus dieser Richtung wird natürlich argumentiert, und aus dieser Richtung wird natürlich argumentiert, und aus dieser Richtung wird argumentiert. Jetzt verrate ich euch ein großes Geheimnis, das ist alles wichtig. Und nur weil man selber eher einem Wert sozusagen stärker zugeordnet ist in dem Kontext, jetzt ein Programm zu erstellen oder sowas, ja, Effizienz, wenn es mal vorankommt, dann sagt einer, nee, aber wir müssen erst einmal darüber abstimmen, ob das wirklich von der Formulierung so richtig ist. Der kriegt jemand, der leistungsorientiert ist, der kriegt einen Film. Hallo, geht's noch? Wir sind doch schon fast fertig. Wieso müssen wir jetzt nochmal 5 Schritte zurückgehen? Jetzt regt man sich drüber auf und denkt, der andere Typ ist doch irgendwie, ah, nein, ist er nicht. Der tickt noch anders. Und der darf so ticken. Und das ist eine Sache, die geht über Toleranz, weil der Begriff gefallen ist, weich hinaus. Toleranz bedeutet, ich habe Recht. Und ich bin so tolerant, dass ich dich auch deine Meinung sagen lasse. Duldung. Das ist Duldung. Right. Und das ist ein Problem. Weil so nämlich Toleranz meistens, das wird jemand sozusagen, kann ganz leicht, selbst die größten Schweine, können sich so ganz leicht das Kleid der Toleranz anziehen. Ich bin sehr tolerant, Sie können gerne sagen, was Sie wollen. Verstehst du? Das ist keine Toleranz. Sondern ein wirkliches Geltenlassen der Unterschiedlichkeit ist eine, sozusagen ein menschlich bewusster Schritt in die Reife des Zulassens, jeder darf so sein, wie er ist. Und dann müssen wir uns damit beschäftigen. Und das ist bei Piraten, aus allem, was ich bisher gehört habe, von Bundesvorstand bis zu allem, was ich bisher gesehen habe, ein mühseliger Prozess. Und ich will diesen Prozess so mühselig haben. Und das dürfen wir uns niemals wegnehmen lassen. Niemals. Wenn wir uns das wegnehmen lassen, haben wir ein richtiges Problem. Weil das, normalerweise gewinnen natürlich die Jünger. Klar. Und instrumentalisieren, das ist ein Problem. Und ich komme gleich noch dazu, wie die zueinander stehen. So, also der muss dazugehören und Ausschluss ist das Wichtigste, das Schlimmste für ihn. Du gehörst nicht mehr dazu. Das ist aber gleichzeitig eine Waffe. Wenn du so denkst, ne? Wir sind ja hier humanistisch. Und du bist auf einmal hast so reaktionäre Aussagen, die einer aus irgendeinem Grund la reinwirft. Ja? Am besten noch vom Mikrofon von der Presse. Der gehört nicht mehr dazu. Das ist die Macht der Beziehungsorientierten. Und das ist ein echtes Problem. Da kommen wir gleich noch im Detail drauf. Und Piratik. Okay, also, Piratik ist ein Problem. Warum? Weil es so ein so hoch angeregter, das ist eine Projektionsfläche, wie das da. Und da ist nichts drauf. Da steht nur ein Wort.
Und jeder von uns schmeißt seine fette Projektion drauf und fühlt sich dabei piratig. Aber für jeden fühlt sich das anders an. Was ist denn das für ein Quatsch? Also wir müssen, wenn wir ernsthaft arbeiten, an unseren Begriffen wirklich ernsthaft arbeiten. Das ist einfach so. Ja? Und weil wir die Guten sind und weil wir vorangehen und weil wir die Zukunft sind, müssen wir auf hoher Qualität an solche Sachen angehen. Und der Zulassung von allen Werte an. So, wenn du jetzt mit jemandem, der beziehungsorientiert hauptsächlich ist und du hast mit dem, dem hast du irgendwie auf den Fuß getreten oder so, ja? Kommt ja vor. Ist mir so oft passiert. Ja? Ihr wisst, wo, wenn du mich einschätzt, wo so meine Schwerpunkte sind, ich bin irgendwo so hier und das hier ist, wofür ich kämpfe. Aber früher habe ich das nicht gewusst. Und früher bin ich Leuten auf den Füßen rumgetreten und dann waren die plötzlich weg. Verstehst du, der hat gar keinen Gesprächspartner mehr. Der dachte, ich bin ein Arschloch und hat mit mir nicht mehr geredet und ist wieder aufgetaucht. Und ich habe überhaupt gar kein Feedback darüber bekommen, was habe ich eigentlich falsch gemacht. Wie stehen die zueinander, ist nämlich ein echtes Problem. Aber wir gehen erst noch eine Ebene tiefer, davon bin ich heute Morgen um 6:30 aufgewacht, nass geschwitzt. Diese gegenseitige Nichtwürdigung schafft nämlich unglaubliche Probleme. Was denkt der über den? Und was meint ihr? Schön, dass der für mich arbeitet. So ist es. Wenn der nicht richtig funktioniert, was macht er mit dem? Auswerfen. Nächste. Was denkt der über den? Wieso verdient der fünfmal so viel wie ich? Der versteht ja überhaupt gar nicht, wovon er spricht. Der hat doch gar keine Ahnung, was da wirklich passiert. Das heißt, eine harte Nichtwürdigung. Das heißt, der erkennt in der Regel überhaupt nicht, was die Leistung von ihm ist. Und der sozusagen achtet ihn gering, weil er ihn überhaupt gar nicht als Mensch sieht, sondern nur als Leistungsträger für seine Interessen möglicherweise. Aber es wird noch viel schlimmer. Was denkt der über den? Ja, Paul ist auch, was du gesagt hast, glaube ich. Ja. Warmdusche, ja, keine Ahnung. Die braucht man halt, von denen gibt es halt wahnsinnig viele, verstehst du? Die allermeisten Menschen in diesem Lande gehören hier dazu. Die hätten es gern schön, cozy, sicher, warm, möchten ihre Beziehung gesichert haben, in ihrem Verein sein und so weiter. Und das ist total okay. Und wenn du jetzt so Sachen beobachtest wie von Gutenberg oder sowas, ne, und du merkst, was der für eine Haltung hat gegenüber dem normalen Volk, kriegst du kalt kotzen. Ja? Weil der nämlich dieser, das ist, das, was für die da unten gilt, gilt für mich überhaupt nicht. Sag was? Ja, ich wollte nur. Ich glaube, ich meine, man kann ja, glaube ich, so ein bisschen dazuordnen, aber nicht so richtig klar. Ich weiß nicht, wie das war. Wir haben alle alles. Wir haben alle alles. Und ja, situationsabhängig ist das sehr unterschiedlich. Wenn ich zum Beispiel mit den Lehrern in der Schule meiner Tochter spreche, bin ich ein totaler Kontrollfreak. Ich will wissen, was da abgeht. Und ich will wissen, wenn die mir sagen, es gab Probleme in der Schule, will ich ganz genau wissen, was das war. Damit ich irgendwie eine Wirkung erzeugen kann, die in die richtige Richtung geht. Wenn ich mit Angelika vor einem Kinosessel liege oder ja, bei mir auf der Couch liegt und dann ist mir Kontrolle so was für ein Scheißegal, die gebe ich sogar gerne ab. Selbst die Fernbedienung. Auch das. Selbst die Fernbedienung. Oh. Ja, was möchtest du sehen, mein Schatz? Das ist das Normalste der Welt, oder? Ja. Deswegen ist es wichtig, dass das nochmal gesagt wird. Wir haben alle diese Werte, es ist extrem kontextabhängig, aber wir reden über den Kontext von Politik. Das ist das, was wir hier machen. Wir sitzen nicht auf der Couch und wir kämpfen ja auch nicht gegen das Establishment der Lehrer irgendwie in der Schule, was echt krass ist, wenn man sich das mal anguckt. Sondern wir machen ja Politik, wir wollen nach vorne, wir wollen draußen verstanden werden. Und wenn da draußen gemerkt wird, ich habe noch sehr viel wenn da draußen gemerkt wird, dass wir unsere eigenen Dinge nicht unter Kontrolle haben, wenn da draußen gemerkt wird, wir leisten nicht so, wie wir versprochen haben, und wenn da draußen gemerkt wird, wir schließen Leute aus oder gehen mit uns selbst gegenseitig nicht gut um, haben wir ein Problem. Das heißt, wir brauchen Bewusstsein über dieses Zeug. Und jetzt kommt das Ding, was mich erschreckt hat, gedacht, nämlich die Motivation hinter der Motivation. Das steht jetzt nicht mehr bei McLennan und Atkinson drin, davon bin ich heute Nacht aufgewacht. Und das ist sozusagen eine Ebene dahinter, ich komme oft sogar auf noch eine Ebene dahinter, aber das ist krass. Nämlich, man kann das jetzt miteinander sozusagen alle Permutationen mal durchdenken, nicht wahr? Wenn jemand machtorientiert ist, und er hat als subdominanten Wert, Subdominante kennt ihr aus der Musik, Dominante, Subdominante, ja, so. Als subdominanten Wert auch Macht. Was ist er dann für einen? Realpolitiker. Ich würde das Wort Realpolitiker an der Stelle nicht verbrennen wollen. Ja, okay. Weißt du, ich glaube, wir müssen realpolitisch... Diktator. Sehr Diktator, right. Dem geht es nur um die Macht und nur um die Macht, weil er die Macht haben will.
Die Inhalte sind ihm egal, worum es da wirklich geht, ist egal, ist alles egal, Macht muss Macht sein. Idi Amin oder sowas, ja? Das ist so die Klasse. Wenn er machtorientiert ist und Leistung ist seine Subdominante, wofür setzt er dann seine Macht ein? Und Ausbeutung. Damit mehr Leistung erbracht wird. Ob es Ausbeutung ist, da kommen wir einen Schritt später noch mal dazu, weil dahinter gibt es noch mal eine Motivationslage. Wenn er machtorientiert ist und seine Subdominante ist, gute Beziehungen herstellen, wofür setzt er dann seine Macht ein? Bundeskanzler werden. Ich meine mit Beziehung nicht ein Netzwerk von Buddies, sondern ich meine mit Beziehung wahrhaftige, gute Beziehungen, liebevolle Beziehungen mit Menschen. Wenn das seine Subdominante ist, aber er ist gut im Führen. Patriarch. Zum Beispiel. Das ist jemand, der führt zum Guten das Ganze. Der braucht auch noch Kontrollregeln und so, da bin ich einverstanden. Aber der hat die richtige Einstellung. Der führt zum Guten der Gemeinschaft. Jemand, der vernetzt. Ja, vernetzen kannst du ja aus unterschiedlichen Gründen. Du kannst auch vernetzen, weil du Macht bist. Und deswegen hat Hitler mit Mussolini gepaktet. Die Vernetzung alleine ist noch kein Kriterium. Ja? Sondern die Motivation deines Herzens, da kommen wir aber gleich noch dazu. Weil es ist nämlich auch schon Kant übrigens. Das Transzendente. Ohne das Transzendente und das Gehaltene, in dem wir sind, ist das alles überhaupt gar nicht denkbar. Ja, auch logisch. Der Leistungsträger, der nach Macht als Subdominante schielt, wofür leistet der? Warum leistet der? Und was braucht er? So ist es. Und zwar positional, aufzusteigen. So ist es. Karrierist. Ne? Ein Leistungsträger, der auch im Zweiten, wo es nur darum geht, noch mehr und noch besser und noch perfekter, und noch, der kriegt einen Herzinfarkt mit 42. Ne? Gefährliche Wertelage an der Stelle. Ja? Sollte man zum Therapeuten. Wer leistungsorientiert ist, um die Beziehung zu verbessern, wofür leistet er? Was macht er? Wie realisiert er das? Bei dem geht es hauptsächlich um die Anerkennung, also um die, ne, über seine Leistung auch Beziehung herzustellen. Beziehung herzustellen, ne? Und wenn das nicht klappt, gibt es ein so typisches Sätze wie, aber ich habe doch alles für dich getan. Ja. Als ob man mit der Leistung Liebe kaufen könnte oder Verbindung kaufen könnte. It's not possible, genau. Aber es wird immer wieder versucht. Und wenn er leistet, weil da haben wir die drei, die Beziehung, wenn er jetzt wird es sehr, sehr spannend. Jetzt kommt etwas, das nennt Ken Wilber. Lest alles von Ken Wilber, oder zumindest mal ein Buch von Ken Wilber. Eros, Logos, Kosmos oder sowas zum Beispiel. Ja, sehr, sehr gute Bücher. Das nennt er, das ist eine Gefahr für uns. Das ist eine der größten Stolperfallen für die Piraten überhaupt, ist dieselbe Stolperfalle, wenn die Grünen fast gestorben sind. In ihrer Anfangsphase. Das nennt sich Mean Green. Ich muss was zu sagen. Es gibt ein Wertemodell von Claire Graves. Und da gibt es sozusagen nach dem Materialismus kommt der Personalismus. Materialismus hat bei dir die Farbe Orange. Interessant, unpassend für uns. Der Personalismus hat die Farbe Grün. Und darüber hinaus gibt es den systemischen Ansatz. Dafür stehe ich mit jeder Zelle meines Seins. Und der personalistische Ansatz hat eben ganz hohen Wert. Uns muss es gut gehen. Der deutsche Humanismus ist Ausdruck davon. Alle müssen die gleichen Rechte und so weiter haben. Alle müssen sich gut fühlen dürfen. So, das Wichtigste ist doch, wir sind doch alle Menschen. Nicht wahr? Das ist doch das Wichtigste. Dass wir alle Menschen sind. So ist es. Das bringt eigentlich viel weiter. Das stimmt natürlich. Ja? Und es sollte uns auch gut gehen. Aber es passiert Folgendes. Wer diesem Wert nicht zustimmt oder erkennbar aus der Masse, der alle Menschen sind gleich, die größte Irrtum des Personalismus überhaupt, alle Menschen sind brutal unterschiedlich. Und ich stehe so auf die Unterschiedlichkeit. Ich liebe das ohne Ende. Alle Menschen sind gleich, sagt ein Personalist, jetzt hast du ein Problem. Jetzt bringst du eine tolle Leistung. Das macht dich mal hier nicht so dicke. Oder jemand ist persönlich sehr gebildet oder weit entwickelt und wird auch um Rat gefragt. Ja? Was ich, du wirst zum Beispiel viel um Rat gefragt. Das ist nur, weil du älter bist, brauchst du nicht glauben, dass hier irgendwelche andere Rechte hast. Ja? Das heißt, da wird etwas gedisst, was tatsächlich eine wertvolle Leistung für die Gemeinschaft ist, damit es nicht rausragt. Das nennt sich Mean Green. Und das ist ein Riesenproblem in der Basisdemokratie. Darüber müssen wir Bescheid wissen, dann können wir damit umgehen. Also in der Beziehung, das ist genau die Nummer. Ja? Beziehung, die Subdominante ist Macht. Da muss ich gerade den letzten Hersten verbunden. Das ist Inferno. Der durch, dann ist Inferno. Letzten Hersten haben wir. Ich war nicht dabei. Okay. Ja, das war. Ich mache Beispiele dazu ein. Ja, alle in der Welt. Also wenn es darum geht,
dann ist das so eine Art verkorkster Hausmeister, der versucht, die Bande irgendwie in seinem Wertesystem zu halten. Und das ist ideologisch und das ist entschlossen. Und das ist meine Wahrheit, das ist die Wahrheit, es geht nur um die Beziehung. Nein, geht es nicht, es geht auch darum. Es geht um alles. Um wirklich alles. Wenn er Beziehung macht, Leistung hat er gehabt. Und wenn er Beziehung macht, will er wieder einer von hinten gehabt werden. Ja. Er macht, ja, aber er wird jetzt wahrscheinlich sich nicht wahnsinnig engagieren oder richtig losstürmen auf irgendein Ziel los oder sowas. Ja. Das ist das, was mich heute Nacht erschreckt hat, das steht ja in dem Modell nicht drin, macht aber, glaube ich, sehr viel klar, was auch bei uns funktioniert und was die Gemengelage sind. Und wenn jeder sich selbst in der Lage wäre, einigermaßen einzuordnen, wo ist er denn? Und wir treffen die Entscheidung, dass die Nichtwürdigung keine Option ist. Das heißt, wir steigen auf zu einer sozusagen einer Reife, wo der andere nicht mehr toleriert wird, sondern es wird ihm zugestimmt, als so, wie er ist. Und deswegen kriegt er auch genau den Platz, den er braucht. Gleichzeitig wissen wir können nicht uns nur versemmeln, wir müssen auch eine Richtung machen. Ja, was haben wir? 3 Wahlen in einem Jahr vor der Nase? Hallo? Wenn das nicht was mit Leistung zu tun hat, dann weiß ich auch nicht. Und dann bedeutet das auch für die Beziehung ganz wichtig ist, dass sie diese Leute ranlassen. Und auch die ranlassen. Und die müssen kontrolliert werden und die müssen kontrolliert werden und wir müssen uns alle gegenseitig auf die Finger gucken. Das ist aber liebevoll. Ja, manipuliere deine Freunde, aber aus Liebe. So, die Motivation hinter der Motivation, dieses Ding, stell das gerne online. Und dahinter gibt es noch eine Motivation. Die Motivation hinter der Motivation hinter der Motivation und die hat was damit zu tun, wer bist du. Wo bist du in deiner persönlichen Entwicklung? Was hast du schon gelernt? Wo bist du schon emotional bewusst? Wo ist dir selber noch gar nicht klar, wie deine Gefühlslage überhaupt zustande kommt? Kennt ihr das, wenn es unklar ist, zum Beispiel, ist, wenn man sich trennt von Frauen? Kennt ihr das? Man weiß in der Kindheit so gar nicht so richtig ganz genau, wieso hat mir das jetzt eigentlich nicht geklappt? Kennt ihr das? Als ich jünger war, war mir das völlig unklar. Ich habe das überhaupt nicht kapiert. Wieso ist das jetzt zu ändern? Ich habe nicht verstanden. Das nenne ich emotionale Unbewusstheit. Oder regst dich tierisch über irgendwas auf, irgendwas hat dich angetickt und ein Wort, was ein anderer gesagt hat, und du bist tierisch aufregend und fragst dich eine, worüber regst du dich jetzt eigentlich genau auf? Ja, weiß auch nicht, irgendwas habe ich gerade eben. Ja, so, das ist emotionale Unbewusstheit. Deswegen, wer bist du, hat was mit emotionaler Bewusstheit zu tun. Wie gut kennst du dich selbst? Es geht nicht darum, hier irgendwie das Ego zu verlieren. Ohne Ego kannst du nicht mal Pissen gehen, ja? Schweige mit Autofahren. Es geht darum, herauszufinden, wie tickst du selbst. Und das ist ein Bewusstseinsprozess für uns alle. Und mein Satz dazu ist, die Revolution findet statt. Oh yeah! Und zwar in jedem von uns zuerst. Und sozusagen der nächste Schritt daraus ist, wach zu dir selber auf und krieg raus, wer du bist. Und dann bitte hilf liebevoll den anderen auch aufzubauen. Und auch dem ganzen Land und vielleicht der ganzen Welt. Zu etwas, was wir unbedingt brauchen. Und ich möchte euch eine ganz einfache Frage mitgeben, und dann ist der Vortrag auch total zu Ende. Eine ganz einfache Frage mitgeben, die emotionale sozusagen Bewusstsein schafft. Und zwar immer, wenn ihr was tun wollt. Eine böse Mail schreiben, jemand dissen, jemand bekämpfen, irgendwas fördern, whatever. Gibt es eine, wir kommen gleich, eine ganz einfache Frage, nämlich, handelst du aus Liebe, also aus förderliches System? Und für das Ganze ist das ein gebender Gestus, den du gerade machst, um etwas zu geben, was verbindet, weiterbringt, Bewusstsein schafft, whatever. Oder handelst du aus Angst? Und diese Frage, sich in jedem Kontext zu stellen, wo man kurz davor steht, jetzt presche ich los. Sich das mal kurz klar zu machen. Und es gibt hier keinen grünen Berg. Weil, zum Beispiel, Transparenz, habe ich gestern schon gesagt, ist ein Begriff, der ist aus Schmerz geboren. Nicht aus Vision. Und natürlich gibt es Ängste, die wir haben. Sehr wohl. Und als Partei oder als Movement, da sehe ich unser Movement. Hier sind unsere Grundwerte übrigens. Ja? Die aller Menschen. Und damit sind wir sogar mehrheitsfähig, wenn wir es unterkriegen. Wofür handeln wir in diesem Multigenerationen-Projekt auf diesem Globus? Jemand, du hast es noch gesagt, das muss rein mit der Menschheit. Und das finde ich so super auf den Punkt. Weil nur dann denkst du über den Tag hinaus, nur dann denkst du Generationen voraus, nur dann denkst du wirklich nachhaltig. Und dann ist die Frage, wo müssen wir tatsächlich Angst davor haben und auch aus Angst handeln, um was zu verhindern, was gefährlich ist? Und wo können wir, wo wir immer nur können, aus Liebe handeln, was Gebendes tun und dafür sorgen, dass es besser wird für das gesamte System? Sich diese Frage zu stellen, könnt ihr mal ausprobieren, vor jeder Entscheidung. Macht euch sehr, sehr klar, was eure eigene Gefühlslage dazu ist. Die Option handelt so aus Egoismus?
Was soll denn das sein? Handelst du aus Egoismus, ist immer Handel aus Angst. Ja. Immer. Die Frage ist die einzige, was noch da wäre, Wut, weil wir auch verschiedene Gründe haben. Wut ist eine Folge von Angst. Immer. Okay. Ich behaupte immer. Kannst du noch ein, ja, kann ich gerne sagen. Ich will die Folie zurückmachen. Ja, wieder so viel drauf. Wieder vor, okay? Wieder vor. Danke. Okay, wir sind mit der Zeit jetzt rum. Ich würde es gerne für die nächsten Jahre diese Diskussion anfangen. Ich bleibe bei den Piraten für lange Zeit und ich stehe für ein Verständnis und für eine persönliche Weiterentwicklung für uns alle, damit wir wirklich die sein können, die vorausgehen. Das bedeutet Arbeit an jeder für sich. Und nächstes Zulassen, nächstes Zustimmen von all diesen unterschiedlichen verrückten Typen, die ich hier kennengelernt habe. Ja, das finde ich einfach, das finde ich geil. Ja. Das ist die Vielfalt, das ist einfach super. Das sicher, wir müssen eine neue Beauftragung für Schaffen vom Landesverband. Den Piraten lass ihn doch einfach so ins Boot. Lass ihn doch einfach setzen. Dann macht er schon. Genau. Unser Motto ist: mach es. Genau. Ich bin wirklich für. Mach es. Ich muss es. Ich wollte es gerne nicht machen, aber ich kann nicht mehr. So geht es mir auch.